habe die Ehre, Satisfactory-Freunde hier in einem schönen, beziehungsweise an einem schönen Sonnenaufgang, werden wir uns heute einer ganz anderen Frage einmal widmen. Immer dieselben Fragen. Und zwar die Frage, falls du sie nicht nochmal gestellt hast oder vor dieser Situation einmal gestanden bist, bin ich irgendwo, versuche einen neuen Standort zu erschließen, habe irgendwo ein Zentrallager, ein Handlager, muss dann immer hin und her reisen. Jetzt brauche ich nur Beton hier, jetzt wieder was vor Ort, wieder was herrichten, dass da wieder was läuft, bisschen wieder Eisen, bisschen paar Stahlbahnen und so weiter, was du halt unbedingt brauchst. Dafür hat der Chaos eine Antwort, weil wir ja schon im letzten Video nämlich über meine ganzen Blueprints, nämlich schon darüber geredet haben, über meine Cubes. Und zwar, diese Feldcubes werden dich unterwegs mit Sachen versorgen. Und wenn dich das interessiert, wie sowas aufgebaut wird, wie sowas ausschaut, wie meine Prinzen ausschauen, was du alles brauchst dafür und am Schluss, wie du selber sowas vielleicht auch selber machen kannst, bleib dran, ich bin der K1699 und nach dem Intro geht's sofort los. Also bevor wir uns die Prints dann jetzt nochmal im Detail angucken und einen nach dem anderen durchgehen und unseren eigenen dann am Schluss nochmal selber machen, nochmal ganz kurz der Hinweis, gerne das Video zu meinen Prints angucken, ich werde es natürlich da oben verlinken. Ganz wichtig, Twitch gehen, Ausrufezeichen Blueprints, nicht vergessen, wenn du gerade da bist, gerne noch einen Follow und ein Herzchen da lassen, vielen Dank. Und runterladen, fertig. Aber Detailbereich ist es geschrieben oben in dem Video, also quasi in dem vorrangigen Video, wo ich über meine ganzen Blueprints rede. So, und zwar im letzten Video haben wir ja schon darüber geredet, dass die Cubes ein extra Video bekommen, was jetzt genau der Fall ist. Wir werden einmal ganz kurz hier einmal drüber gehen, dann schauen wir uns die Prints selber nochmal ganz kurz an, wo du dann genau weißt, wie beim Aufstehen und so weiter, was der Phase ist. Hier zum Beispiel haben wir den Kristallsand. Da brauchen wir Quarzsand, daraus kommt Quarzkristall, Sand, Strom und so weiter. Beim Eisencube haben wir natürlich dasselbe, wir brauchen Eisen 240. Das geht einmal durch die ganze Reihe hier durch, was hier alles benötigt wird, beziehungsweise was an Output da ist, beziehungsweise was du an Strom brauchst. Die Prints können natürlich von den Kosten her ein bisschen variieren, weil natürlich sehr viel Beton drin verbaut ist, aber ich habe sehr darauf Acht gegeben, dass nicht unnötig viel drin verbaut ist, damit du auch ja nicht so viel immer mit dir rumschleppen musst. So, wir schauen uns jetzt dann gleich den ersten an, und zwar in der ersten Reihe den Kristallsand. Und da haben wir ihn auch schon. Ich habe ja alle schon hier auf dem Boden hinplatziert. Ein bisschen doof ist halt, dass wenn du den Blueprint gesetzt hast und das Spiel wieder lädst, erkennt er leider nicht den Bauplannamen. Bisschen doof, aber bloß, dass du es in Erinnerung hast. Wenn jetzt folgendes ist, Update 8 und so weiter, ich weiß jetzt nicht mehr aktuell, wie es in Update 7 war, schon so lange her. Es ist nämlich so, dass wenn du die Blueprints sitzt und Tafeln drin sind, die sind dann leider buggy, und ich hoffe, dass sich diese Information auch bald wieder überholt darstellt, sind die Tafeln nämlich schwarz. Du musst nur einmal kurz draufgehen, aufmachen, und schon sind die Symbole bzw. die Schriften alles wieder drauf. Wir haben hier einmal an allem noch einmal einen Strom dran. Man sieht es hier vielleicht. Hier überall sind irgendwo mal so Wanddurchreicher vom Strom drin. Heißt, hier haben wir einen Eingang und hier zweimal den Ausgang. Was aber auch in dem Fall bedeutet, du musst aber auch nicht zwangsweise alle Anschlüsse, also alle Ausgänge angeschlossen haben, weil wenn jetzt zum Beispiel, jetzt in dem Fall, was mir jetzt zum Beispiel mal passiert ist, du brauchst jetzt nur ein Quarzkristall, weil du möchtest einen Haufen Tafeln machen, da lässt du natürlich den Ausgang mit dem Quarzsand natürlich komplett weg. Der wird nicht angerührt. Es wird sich zwar natürlich da drin in dem Cube was ansammeln, aber wenn du es dann abbaust, raus damit, weglöschen, fertig. Hauptsache, du hast das dran. Und was natürlich relativ wichtig ist zu beachten, da muss noch ein Container hin, weil der ist hier drin nicht eingeplant. Könnte man natürlich selber nochmal nachreichen, beziehungsweise hier einbauen, dass man sagt, man würde jetzt hier zum Beispiel die Wand einmal aufreißen und einen Container so hinplatzieren, dass man hier gleich von der Seite was rausnehmen kann. Ginge natürlich auch. Die Prints sind großzügig mehr auf Zweck orientiert und nicht dafür gedacht, dass sie hübsch ausschauen. Das kommt vielleicht noch. Wir schauen uns aber jetzt dann den nächsten Print an, und zwar den Cube
Eisen, wo Eisenplatten und Eisenstangen bei rauskommen. Hier genau wieder dasselbe Spiel. Wir haben hier einmal den Eingang. Ich habe das versucht, relativ immer gut einheitlich zu gestalten, wo Eingänge und wo Ausgänge sind. Hier genau dasselbe. Strom einmal hier oben abgreifen und Ausgänge. Je nachdem, wie du es brauchst, kannst du ja jetzt entweder einen großen Container hinstellen oder jeweils zwei kleine Container, je nachdem, wovon du gerade was benötigst. Und damit kommen wir jetzt zum Cube, Draht, Kabelblech. Du brauchst dafür Kupfer, dabei kommt Draht, Kupferblech und Kabel raus, 72 Megawatt. Ist jetzt nicht allzu wild. Hier haben wir allerdings den Sonderfall, dass die Rohstoffzufuhr und der Strom an der Seite ist. Also ein bisschen achten, wo vorne und hinten ist. Wir haben hier drei Ausgänge und einen Eingang separat mit Stromanschluss. So, und der nächste. Und zwar haben wir den Cube Stahlträger. Dazu brauchen wir Kohle und Eisen, jeweils 270 die Minute maximal. Du kannst natürlich auch weniger Input haben. Das ist relativ egal, weil bei weniger kommt halt nur wenige die Minute raus. Aber es läuft trotzdem alles. Halt nur nicht so effizient. Bei voller Leistung kriegst du hier 67,5 Stahlträger die Minute raus. Wieso habe ich jetzt den eigentlich gemacht? Weil ich oft beim Schönbauen bzw. beim Förderbänder verlegen selbstverständlich auch mal ein MK3-Band brauche, aber hauptsächlich halt wegen am Verschönern, kommen hier natürlich relativ viele Stahlträger bei raus und die brauchen wir natürlich. Und hier habe ich es ein bisschen anders aufgeteilt. Links die Eingänge und rechts ein Ausgang. So, und jetzt sind wir in der Stahlgeschichte ja schon drin. Wir haben jetzt hier den Cube Stahl. Dafür brauchen wir aber auch zum Beispiel Kalkstein, Kohleeisen. Kalkstein brauchen wir bis zu 180 die Minute und Kohle und Eisen bis zu 270 die Minute. Wäre natürlich gut, wenn du an diese Zahlen rankommst. Bloß, dass du es weißt. Hier haben wir jetzt zum Beispiel einen Output von Beton, 30 die Minute. Also das ist so ein bisschen ein umfangreicherer Print. Da bekommst du ein bisschen mehr raus, als was du jetzt da jetzt erwartest zum Beispiel. Stahlträger 26, Stahlrohr 20 und Stahlbeton 6 die Minute. Ist ein relativ guter Allrounder-Print hier. Braucht aber auch natürlich 147 Megawatt. Also doch ein bisschen ein hungriger Print. Hier haben wir aber auch den Fall wieder 4 Ausgänge vorne und 3 Eingänge an der Seite. Ich habe das jetzt extra so gestaltet, beziehungsweise hier so angeordnet, dass du weißt, ja okay, da oben kommt der Kalkstein hin, weil die Tafeln lassen sich leider in dem Print nicht hier dran befestigen. Das geht leider nicht. Und nach innen versetzt, ich habe jetzt eher diese Methode hier gewählt, dass man ungefähr zuordnen kann, okay, hier kommen da Sachen rein und zur linken Seite kommt nichts rein. Was auch noch ganz wichtig zum Beachten ist, die Tafeln müssen nicht unbedingt freigeschalten bzw. gekauft sein, damit sie funktionieren. Aktueller Stand kann sich natürlich nochmal variieren. Ich hoffe es natürlich nicht. Du brauchst nur die nötigen Materialien dazu und schon kannst du die Cubes auch bauen. So, der nächste. Hier haben wir nun unseren Gummi Kunststoff und Petrolkoks Cube. Hierzu brauchst du 60 Rohöl, dabei kommen Gummi 20 die Minute raus, Plastik 20 die Minute und Koks 90 die Minute. Das ist ein relativ einfacher Print. Es kommt nicht so viel Gummi und Kunststoff raus, wie man vielleicht dringend mal bräuchte. Aber so ein Print ist ja auch immer dafür gedacht, den stellst du hin, den schließt du an, den lässt du machen, da tust du Container anschließen und je nachdem, wie schnell du baust, wirst du vielleicht ein oder zwei hinstellen müssen, aber du stellst sie hin, tust sie anschließen und musst dann keine Gedanken mehr dran verschwenden. So, was haben wir denn hier an das Eingang? Hier den Durchreicherich mit dem Öl, schon mal farblich gestaltet und so weiter. Hier haben wir wieder den Strom und hier die drei Ausgänge. Den Petrolkoks kannst du natürlich entweder in den Schredder hauen oder wenn du es verfeuern willst, in die Kohlekraft rein. Jetzt kommen wir zu einem Print, der auch Alternativrezepte braucht. Also die müssten natürlich dann schon freigeschalten sein, beziehungsweise ich habe es leider noch nicht ausprobiert, ob das Alternativrezept dann hinterlegt ist, wenn du das noch nicht freigeschalten hast. Ich vermute eher nicht. Also Alternativrezepte, du brauchst den reinen Aluminiumbahn und du brauchst das Alu-Oxid. Und zwar haben wir hier, du brauchst einen Input von Schwerölrückstand. Ganz wichtig, ungefähr 50 Kubik Wasser die Minute und 150 Bauxit die Minute. Strom brauchen wir natürlich auch ein bisschen und Output haben wir davon 150 Aluminiumbahnen. Folgeprints können natürlich hier in dieser Folge natürlich nachkommen.
Also immer gerne die 4x4-Prints checken, ob da irgendwas in der nächsten Zeit mal ein bisschen nachkommt. Ich mache sowas relativ nach Bedarf, weil ab und zu weiß man jetzt nicht, was jetzt dann jetzt genau in der nächsten Zeit dann benötigt wird. Davon mache ich dann einen Print, stelle den wieder rein. Google synchronisiert, du kannst es runterladen. Twitch natürlich. Aber darauf kommen wir nochmal am Schluss dann nochmal zum Sprechen. Hier haben wir nun unsere drei Eingänge. Das ist ganz was anderes und nur einen Ausgang. Ich habe dazu extra dieses Rezept gewählt, weil mit den reinen Aluminiumbahnen brauchst du natürlich nur die kleinen Schmelzis und hast dafür genügend Platz noch übrig, hier diesen Print überhaupt zu realisieren zu können. Weil es gibt ja oft leider die Frage mit dem Alu, mit der Wasserrückführung. Was machst du hier mit der Wasserrückführung? Ich habe das ausgiebig getestet hier in meinem Print. Sprich, wenn du Probleme hast mit dem Wasser, mit der Wasserentsorgung bzw. Rückführung, hier dran kannst du dich vielleicht orientieren. Hier ist auch nur eine MK1-Pumpe montiert. Also bitte, abgucken erlaubt. Und als letztes hier in dieser Runde haben wir den Cube Beton. Dafür musst du eine relativ große Menge an Kalk in diesen Cube einführen. Ich habe mich extra dazu entschieden, hier nicht dieses Alternativrezept mit den Raffinerien bzw. mit dem Gummi zu machen. Ginge natürlich auch, aber ich habe gedacht, ich mache das so simpel wie möglich von den Rezepten. Manchmal lässt es sich nicht ganz verhindern und wie gesagt, am Schluss machen wir dann nochmal selber einen eigenen Print. Da habe ich schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar jetzt haben wir jetzt hier einen Output von 160 Beton die Minute. Ist vielleicht nicht ganz verkehrt, wenn man sowas auch mal dabei hat. Hier haben wir ja den Eingang. Ausgang, fertig. Sonst ist hier nichts weiter zu beachten. Und jetzt gehen wir mal ganz kurz ins Detail, wie wir den Print oder beziehungsweise wie du so einen Print selber vielleicht auch gestalten kannst. Das geht natürlich ein bisschen, sage jetzt mal, mit größeren Schritten voran, weil ich muss natürlich auch erstmal testen, wo passt wie, wo was am besten hin. Wie gestalte ich, wo sind die Zahlen, wie machen wir das? Also, wir machen uns jetzt einen Cube, einen neuen. So, und nun sind wir in unserem Testraum hier. Ich habe schon mal vorbereitet, dass ein Blueprint-Designer uns zur Verfügung steht. In den Blueprints selber gibt es übrigens auch, wenn du die Blueprints dann auf dem Computer dann hast und im Spiel geladen hast, gibt es hier auch den Cube Blanco. Das habe ich mir nämlich schon mal vorbereitet, damit ich nicht immer wieder diesen komischen Kubus hier bauen muss, weil das ist in einer Zeit ein bisschen anstrengend. So, was wollen wir denn heute überhaupt bauen? Und zwar wollen wir uns das Alternativrezept für verstärkte Eisenplatten holen. Wieso gerade dieses Rezept und wieso will der Chaos jetzt unbedingt ein Alternativrezept hernehmen? Aus dem einen Grund, weil wir mit diesem Rezept nämlich ein anderes Alternativrezept ein bisschen triggern können. Dazu brauchen wir dann nur noch den Konstruktor. In dem Fall bereite ich das jetzt natürlich so vor, dass ich das auch mal visuell für mich ein bisschen besser anordnen kann. Und zwar machen wir dazu den Eisendraht. Weil wir brauchen ja in dem Rezept für die verstärkten Eisenplatten brauchen wir Draht und dazu brauchen wir Eisenbahnen und hier brauchen wir Eisenplatten. Heißt, wir brauchen nur Eisen als Eingang und dann läuft die Sache schon. So, ich werde jetzt immer ein bisschen mit den Zahlen ein bisschen rumexperimentieren und schauen, wie wir das räumlich unterbringen. So, jetzt habe ich ja mal einen kurzen Zwischenaufbau gemacht. Nur mal zum Checken, wie viel kriege ich hier ungefähr überhaupt rein. Weil wir müssen natürlich auch den Schmelzofen noch mitbedenken, weil die 22,5 Draht jetzt hier in dem Fall auch bei 100% außen Eisendraht bei rauskommen. So, jetzt muss ich noch mal ein bisschen weiterrechnen, mal ein bisschen hantieren. Mal gucken, wie viele Schmelzis kriege ich jetzt hier unten in den Boden rein. Beziehungsweise kriegen wir hier noch irgendwas anderes rein. Wo passt das mit dem Draht zusammen? Wie viele Konstruktoren bekomme ich wo, wie rein? Es dauert jetzt einen kurzen Moment. Für dich ist es natürlich ein kurzes Klick. So, ich glaube, ich habe nun ungefähr so einen Überblick, wie viel wir jetzt hier brauchen. Ich habe jetzt hier drei Stück oben hingebaut an den verstärkten Eisenplatten, die jeweils auf 60% eingestellt. Das Licht ist jetzt bloß, also die Werbetafel ist jetzt bloß, damit wir das hier ein bisschen besser sehen können. Hier unten haben wir dann quasi das Doppelte, beziehungsweise halt jeweils zwei Maschinen dafür, damit sich das hier oben ausgeht. Und hier unten drei Schmelzis, was jetzt wieder im Vergleich wieder ein bisschen wenig ist. So, jetzt muss natürlich, dann ist jetzt beziehungsweise die Aufgabe, wie kriegen wir das auch vor allem mit den Bändern hin, weil es jetzt vielleicht nicht allzu leicht, weil uns da drin schnell der Platz ausgeht. Wir müssen ja auf einem 4x4x4, müssen wir ja alles unterbringen. Ich
werde jetzt mal ein bisschen basteln und dann schauen wir uns dann, wenn ein Stockwerk bzw. der Rest natürlich fertig ist, das muss ich natürlich dann zeigen, werden wir uns das Ganze nochmal ganz kurz im Detail anschauen. So, ich glaube, ich habe jetzt das obere Stockwerk eigentlich einigermaßen schon hinbekommen. Ich habe hier hinten einen einfachen Belletzer hingebaut. Muss jetzt keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, es muss nur funktionieren. Hier mal auch den Fall, wo ich mich vorhin auch gefragt habe, nee, da guckt zum Glück nichts raus, weil ein bisschen darf es natürlich schon. Ab und zu kann es natürlich vorkommen, dass irgendwelche Konstruktoren zum Beispiel, weil die ziemlich ausladend sind mit ihren Bewegungen, das kann natürlich rausglitschen, aber kann man mit leben. Es muss, wie gesagt, ja keinen Schönheitspreis gewinnen und die Sachen stehen eigentlich oder waren von mir eigentlich eher dazu gedacht, die bleiben nur kurz stehen. Und hier vorne ist dann natürlich die ganze Schose dann auch noch gleich zusammengemacht. Hier haben wir dann auch noch gleich das Förderband, was nach unten geht. Da muss ich jetzt aber noch gucken, ob das mit der Ausrichtung dann später dann, also mit dem Rücklauf beziehungsweise mit dem, was dann rauskommt, natürlich da mit den Eingängen da gut übereinstimmt. Oh, und jetzt schau ich mal, wie ich die Konstruktoren da mal ordentlich in eine Reihe bringe. So, ich komme jetzt gerade aktuell der Sache ein bisschen näher. Und zwar, ich habe jetzt halt die Fusionatoren, die hier oben sind, die habe ich jetzt alle noch ein bisschen weiter nach vorne verschoben, damit dann hier der Lift... Wie gesagt, das Ding muss keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, das muss nur funktionieren. Dass hier dann der Lift da drauf geht, weil wenn der Lift nämlich natürlich nicht da wäre und wir einfach nur hier ein stinknormales Band haben, dann könnten wir da reingucken. Das möchte ich in dem Fall nicht. Heißt, wir bauen da ganz schnöde und total gelangweilt hier oben dann den Lift von hier unten ran. Der snappt sogar hin. Und zack, ist es verbunden und schon kann man da gar nicht mehr reingucken. Hier habe ich jetzt fürs erste einmal die drei Schmelzis hier angeschlossen und die drei Konstruktoren hierhin. Die anderen drei sind hier oben, weil es könnte ein bisschen eng hier drin werden. Aber da gucken wir jetzt mal, was da jetzt gleich nochmal draus wird. So, ich glaube, ich habe jetzt nun ein einigermaßenes Design gefunden mit der Platzierung. Das ist natürlich hier, kann gefährlich werden. Wir müssen nochmal ganz... in einer Testphase natürlich gucken, ob diese beiden Splitter, weil da gab es in der Vergangenheit bei mir nämlich ein bisschen Probleme damit, dass die sich da nicht irgendwie gegenseitig anfüttern. Also ich habe das jetzt, wie gesagt, Test und so weiter. Wir müssen das noch ein bisschen ausprobieren. Hier die beiden, oder beziehungsweise hier haben wir dann die drei Fusionatoren, die jetzt hier auf einen Splitter übergehen. Das geht als erstes hier auf die Konstruktoren, wo der Eisendraht drin ist. Die kannst du einfach so lassen, 100% laufen lassen, weil wir wissen ja, jeder einzelne geht dann auf hier auf einen Fabrikator, weil wir jetzt hier genau 22,5 Draht brauchen und hier unten je Konstruktor 22,5 rauskommen. Dazu habe ich jetzt hier hinten den Anschluss schon mal klar gemacht. Wir werden das Ganze dann hier hochschicken. Und hier kommt dann der andere Überschuss, beziehungsweise die andere Hälfte von den Eisenbahnen, die dann jetzt dann gleich hier oben dann die nächste Produktion befüttern. So, und jetzt befinden wir uns schon fast auf der Zielgeraden. Hier ist der Weiterlauf vom Eisendraht, der dann hier unten rauskommt. Ich mache nochmal ganz kurz den Boden auf, damit wir es sehen. Das ist auch noch genau hier so eingestellt, dass das hier in der Flucht ist, also sprich keine blöden Kurven drin. Hier kommen dann die Eisenbahnen nochmal hoch, die dann hier gebalanced in dem Fall, weil sich hier mit dem Platz gut ausgeht, hier dann zu den Eisenplatten weitermacht und das, was an Eisenplatten dann hier auf dem Fusionator zusammenläuft, hier nach oben kommt und hier sich dann auf die nächsten drei Fabrikatoren verteilt, damit das hier auch ordentlich ankommt. Es kann natürlich erstmal ein bisschen dauern, bis sich das Ganze gefüllt hat, beziehungsweise bis das natürlich am Laufen ist. Den Stromdurchlauf habe ich jetzt hier einfach so gestaltet. Ich habe hier mir den Strom hier runtergenommen, einmal hier hingestellt, hier nach oben direkt, damit das jetzt mit dem Kabelgewürz sich hier einigermaßen im Rahmen hält und dann hier unten auch wieder angeschlossen. Alles gut, alles fertig. Jetzt können wir natürlich dann so machen, dass wir den Strom, ja, das ist natürlich hier, 4 ist voll besetzt, aber... Da haben wir noch einen und den können wir dann als Durchreicher machen. Jetzt werde ich mich da nochmal dran machen. Wie rechnen wir das jetzt einmal aus, dass wir hier die richtige Anzahl bzw. das, was uns ja noch fehlt, zu wissen, wie viele Eisenbahnen brauchen wir? Ergo, wie viel Eisenerz müssen wir überhaupt zuliefern, damit die Maschinen hier auf ihren 100% bzw. auf ihren 60% eingestellt. Wir haben jetzt hier schon die Eisenbahn, davon haben wir 12,5. Und so nehmen wir jetzt einfach den Taschenrechner her. 12,5 plus 16,8
1,875 und dabei kommt raus 29,375. Das ist eine schöne Zahl. Vier Stellen nach dem Komma lassen Sie hier auch ganz locker eintippen. Heißt, wir machen hier die 29,375. Eingetippt, kopiert und schon wissen wir 1, 2, 3 eingefügt. Rezept ist drin, Ratio ist okay. Jetzt müssen wir nur noch gucken, ja, das geht 1 zu 1 raus. Mal 3 gerechnet heißt 88,125 Eisenerz brauchen wir, um am Schluss, naja, wie viele werden es denn werden? Ja, ein bisschen was über 10 die Minute verstärkte Eisenplatten werden es. Also schon eigentlich eine große Menge, die da rauskommt. Über 10 die Minute, das ist schon einiges. Also das ist jetzt zwar in größeren Maßstab natürlich wenig, aber zum Bauen, vor allem auch wenn du halt natürlich die verstärkten Eisenplatten brauchst, ist das nicht verkehrt. So, und jetzt müssen wir aber das Ganze hier noch zum Abschluss bringen, weil wir müssen ja noch unsere Tafel hier hinquetschen, damit wir wissen, wie viel Strom braucht man überhaupt, funktioniert das Ganze überhaupt, schaut das alles dann auch ganz sauber aus, kommt es dann auch überhaupt richtig raus. Dazu werden wir jetzt einfach mal die Architektur machen, den gefärbten Träger. Hier hinten einmal ansetzen, hier nach vorne ziehen. Dann schnappen wir uns hier eine Wand, die wir dann hier oben drauf setzen können. Weil sonst würde das hier nicht gehen mit diesem Abstand. Hier oben nochmal eine Wand reinziehen. Hier den hier, den machen wir natürlich nach unten. Moment, da schauen wir nochmal, ob wir das nicht ein bisschen kompakter vielleicht noch hinkriegen. Weil allzu viel Platz brauchen wir da jetzt auch nicht herzeigen. Hier den Rahmen runter. Jetzt brauchen wir natürlich die Tafeln. Hier haben wir den Input. Schmarrn andersrum. Hier haben wir den Output. Hier haben wir den Input. Wir haben gesagt, es kommt Eisenerz. Und zwar 88,125 die Minute raus. Gut gekennzeichnet. Layout in die Mitte gestellt. So. Und jetzt rechne ich nochmal ganz genau die verstärkten Eisenplatten aus. Und zwar haben wir da ganz genau 10,125 die Minute. Das ist jetzt natürlich eine Geschmackssache mit dem Rundungen da hinten. Mir ist das eigentlich relativ wumpi. Hauptsache es funktioniert. Und jetzt machen wir uns dann noch einen hier in die Mitte. Beziehungsweise du kannst auch vielleicht eine kleinere Tafel oder irgend sowas in der Art nehmen. Hauptsache man sieht es. Nein, ich glaube die 2 Meter breit müssen wir so nehmen, damit wir dann hier ein anderes Symbol einstellen können. Moment, da machen wir das mit dem Strom. Den machen wir weg. Layout. Megawatt schon mal reingeschrieben, weil das müssen wir jetzt erstmal testen, wie viel da überhaupt rauskommt. Und dann müssen wir natürlich nochmal den Strom durchreicherig machen. Ja, wenn wir jetzt hier hin platzieren. So, Strom drauf. Fertig. Jetzt müssen wir dann nur noch hier den Cube Blanco einmal umbenennen. Und zwar, das sind dann die verstärkten Eisenblatt. Naja. Das lässt sich leider nicht ganz ausschreiben. Und zwar, da haben wir jetzt halt einen Eisenerz-Input von 88,125 die Minute und verstärkte Eisenplatten 10,125 die Minute. Megawatt wissen wir noch nicht. Das müssen wir jetzt erst einmal so abspeichern. Und dann suchen wir uns jetzt mal eine Eisenquelle und schließen das einmal an und sehen dann, wie viel Strom wir überhaupt brauchen. So, da haben wir auch schon eine Eisenquelle gefunden. War jetzt auch nicht allzu schwer. Es könnte ein bisschen knapp werden. Nein, der passt. Okay, Strom ist ja schon alles da. Moment mal, noch ein bisschen Licht. Und wir brauchen natürlich noch einen Miner. Ich mache jetzt hier einfach mal prophylaktisch dann den MK3 hin. Ist ja völlig wurscht. So, da haben wir den Eingang. Hier haben wir jetzt auch den Fall mit den Sachen, dass wir hier die Eingänge ja nochmal, also die Schilder nochmal kurz anklicken müssen. Geht jetzt im ersten Mal überhaupt? Funktioniert es überhaupt? Sind alle Maschinen richtig angeschlossen? Klappt so, wie es sein soll? Einen Output noch hinmachen. So, das Eisen kommt schon angerast. Und na, wir werden das jetzt mal Stück für Stück hier einmal schön beobachten. Und wir sehen schon, Problem. Der Splitter macht ein bisschen Probleme hier. Dazu muss das natürlich hier richtig vollkommen rein angeschlossen sein, was sonst funktioniert das wahrscheinlich nicht. Und jawohl. Also heißt, hier ganz vorne anschließen, schwierig, funktioniert nicht. Die Sachen funktionieren ja. Boah, es kommt ja schon raus, geil. Und
Hier habe ich ja übrigens noch ein MK1-Band eingestellt, weil die Konstruktoren da unten natürlich jetzt nicht so wahnsinnig viel brauchen und die hier oben ein bisschen mehr eingestellt sein müssen, damit hier auch die Eisenplatten dann rauskommen. Müssen wir natürlich hier alle nochmal kurz beobachten. Eisenbahn, wieso ist da keiner drin? Weil er nicht angeschlossen hat, oder wie? Oder gehen die hier rüber? Ich kann es jetzt gerade nicht sehen. Da muss ich mir jetzt den Print nochmal herholen. Tja, und das ist genau das Problem, was ich meinte. Der Splitter hier hinten, der wäre zwar angeschlossen gewesen, aber ich muss das Ganze etwas rumroppen hier, damit das wieder funktioniert. Beziehungsweise in der Hoffnung natürlich, dass der im Allgemeinen einmal probiert, sich hier rüber zu stellen. Dann müssen wir das nochmal wegmachen. Hier, dass das... Vielleicht klappt das auch wieder nicht. Ich weiß es noch nicht, aber wir werden es uns einmal gleich angucken. So, jetzt ist der Blueprint einmal geupdatet. Jetzt schauen wir natürlich, ob hier hinten auch da drin irgendwas mal ankommt. Ich hoffe es ja ganz stark. Ansonsten muss ich mir natürlich dann noch was überlegen, den noch ein bisschen weiter wegzustellen. Und wie jetzt schaut es gut aus. Jetzt schaut es endlich gut aus. Also sprich, da war irgendwo hier ein Connection-Problem. Ja, den habe ich natürlich auch vergessen hier ranzumachen. Moment, da werden wir nochmal hier den Print nochmal... Hier einfach mal schnell umändern. Da werden wir noch schnell zurückgehen, da den natürlich im Print selber auch nochmal abspeichert. So, die Änderungen wurden gemacht, gespeichert. Jetzt schaut es hier drin gut aus. Das schaut es gut aus. Warte mal, ich mache mal hier kurz oben auf, weil dann sehen wir da drin ein bisschen besser. Okay, die Sachen kommen. Was ist mit dem Draht? Draht kommt auch an. Das ist schon mal gut. Wie gesagt, das wird natürlich am Anfang ein bisschen dauern, bis hier sich der Draht auch mal hier komplett eingekäst hat. Weil die hintere Maschine, die wird wahrscheinlich ein paar Mal nicht laufen. Wir wissen es aber noch nicht. Wir werden das natürlich jetzt mal ganz kurz beobachten. Tja, und da war genügend Draht dann da und schon sind alle drei gleichzeitig angegangen. Toll. Jetzt schauen wir noch mal ganz kurz, ob da auch hier was rauskommt. Es läuft zumindest. Es dauert einen Moment. So, und gleich kommt die erste verstärkte Eisenplatte raus. Drei Stück sogar gleich am Anfang. Zack, zack, zack. Bauaufsicht schaut auch mit zu. Und funktioniert. Output klappt auch. Die ersten 6 verstärkten, beziehungsweise die ersten 9 verstärkten Eisenplatten. Heißt, der Print ist jetzt quasi fast abgeschlossen. Jetzt müssen wir natürlich da noch... die Bude dicht machen. So, jetzt werden noch die letzten Wände hier reingezogen. Einmal die Schoße zugemacht. Ja, das geht sich sogar aus hier mit unserem Anschluss. Sprich, wir müssen hier auch nicht mit 1 Meter Wänden arbeiten. Natürlich hier unten, da muss noch eine hin. Ich habe vorhin noch gecheckt, wie viel Strom das braucht. Und zwar ungefähr 101 Megawatt. Blaupause speichern. Verstärkte Eisenplatten sind am Start. Print ist fertig. Und... damit sind wir auch schon mal am Ende von diesem kleinen Video, inklusive Tutorial, wie du sowas auch selber vielleicht machen kannst. Vielen Dank fürs Zuschauen. Nicht vergessen, hier ein Abo und einen Daumen hoch gerne dalassen. Und auf Twitch natürlich selbstverständlich auch. Da streamt natürlich der Chaos auch regelmäßig. Wenn Fragen sind, entweder unten in die Kommentare oder auf Twitch vorbeischauen. Weißt du Bescheid? Bleib effektiv und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ciao!